Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Live-Sendung von Digital Upgrade. Ja, lang hat es gedauert und die Leute, die schon die ganze Zeit im Stream gesessen sind und gewartet haben, die wissen ja, wie lange es gedauert hat. Aber wir sind jetzt da, wir sind live und allen nochmal vielen Dank fürs Warten. Und wir haben uns ein tolles Thema für heute ausgedacht. Ja, heute, das Thema der heutigen Sendung ist iPhone und auf dem iPhone geht es um Messaging-Clients. Ja, und da haben wir einiges vorbereitet. Also ich weiß nicht, ob wir das Thema schon gesehen haben. Vielleicht blenden wir es auch mal kurz ein. Kurz mal das Thema bitte zeigen. Da ist es. iPhone Messaging. Wir haben da einige Apps rausgepickt. Und wir wollen nicht viel drum herum reden, sondern wir wollen gleich loslegen. Aber noch eine kleine organisatorische Sache. An alle, die zuschauen, ihr könnt nachher live in die Sendung rein skypen. Der Benutzername ist Digital Upgrade. Brauchen wir nicht einblenden, weil das ist für die Leute, die sich später angucken, nicht wichtig. Einfach dann per Skype anrufen, wenn ihr was zu einem App zu sagen habt. Vielleicht schreibt ihr uns einfach kurz vorher an, dass ihr was zu einem App zu sagen habt. Oder wenn ihr einfach mal eure Oma grüßen wollt, dann könnt ihr es natürlich gerne auch machen. Und dann nehmen wir euch mit rein. Aber jetzt schauen wir uns das erste App an. Und wie heißt das erste App? Das erste App heißt WhatsApp Messenger. Genau, darf ich? So ist es. Bitte zeig's uns, Basti. So, hast du dein iPhone auch da gerade? Ja, ich habe mein iPhone auch da. Was denn sonst? So, dann wollen wir mal das iPhone bitte sehen. Herr Operator. Ja, das ist iPhone. Wahnsinn, sowas habe ich noch nie gesehen. Dann fange ich gerade mal von ganz von vorne an. Also wir sehen hier dieses tolle Icon, so ein bisschen wie das SMS-Icon. Und dann machen wir das mal auf und ich sehe jetzt hier tolle Sachen, wie mein Status ist. Den kann ich jetzt setzen, wenn ich möchte. Das mache ich doch mal. Und zwar bin ich beschäftigt, das ist ja ganz klar, schwer beschäftigt sogar. Und jetzt kann ich mit anderen Leuten chatten. Das Tolle an dem WhatsApp-Messenger ist, dass euer Benutzername nicht irgendein Benutzername ist, den ihr euch ausdenkt, sondern eure Mobilnummer. Das heißt, wenn ihr schon jemanden im Adressbuch habt und der hat diesen WhatsApp-Messenger auch, dann könnt ihr mit dem auch messengen. So, jetzt gehe ich mal Chats und jetzt möchte ich einen neuen Chat machen. Und jetzt kann ich mir jemanden aussuchen. Hier sehe ich jetzt nur die Leute, die auch schon diesen WhatsApp-Messenger haben. Zum Beispiel haben wir ja fast alle Kollegen, die ganzen hippen Kollegen. So, mein Vater hat den WhatsApp. Ist das nicht toll? Nicht schlecht, hä? Und ich sehe auch den Tino. Jetzt sage ich mal, okay, ich möchte dem Tino jetzt was schreiben, sage ich. Schaut euch bitte, wie wunderschön dieses Interface ist. Genau, also das ist nichts selbstgestricktes, wie wir das von anderen solchen Clients kennen, sondern was ganz Natives. Und jetzt drücke ich mal auf Senden. Und dann dürfte es in der Regel nicht lange dauern. Der Tino bekommt es auch. Das ist jetzt mal noch nicht so abenteuerlich. Aber jetzt gehe ich mal aus dem Messenger raus. Und jetzt würde ich dich mal bitten, deinen Mittlerweile die Nachricht bekommen. WhatsApp aufzumachen. Und ich lege das jetzt bei mir dahin. Sehen wir es natürlich nicht. Ist ein bisschen langweilig. Aber und ich der Tino sehe jetzt den Basti seine Nachricht. Genau, der schreibt mir jetzt was. Und zwar, das kann sich nur um Stunden handeln. Da kommen schon die ersten anderen Push-Messages von anderen Leuten rein, die auch meinen Account haben. Und der Tino schreibt mir nicht schlecht. Und jetzt drücke ich einfach mal auf Anzeigen. Und das ist wie bei SMS, nur dass es halt nichts kostet, weil es über Push funktioniert, also über eure Datenleitung, wenn ihr natürlich im Ausland seid, schwierig. Und dann, jetzt haben wir da, ja, könnt ihr alle den Nickel anrufen. Deswegen ist es vielleicht nicht gut, hier einfach unvorbereitet rein zu skypen. Genau, und jetzt sehen wir halt hier, er hat nicht schlecht geschrieben. Und wenn wir jetzt mal direkt miteinander schreiben, geht das Ganze noch schneller, weil das nicht über den Push-Server von Apple muss, sondern weil es dann direkt geht und sage ich, Ole, nicht Öltet, sondern Ole, ich auf Senden. Und wenn du jetzt mir gleich antwortest, sehen wir gleich, du machst mal 3, 2, 1 und drückst dann auf 3, Senden. 3, 2, 1. Und bam, es ist. Ich wollte eigentlich wow schreiben, aber es ist ein Feature. Wie ist, denke ich, auch ein sehr guter Ausdruck, wie wir uns fühlen. Und ihr seht schon, es geht wahnsinnig schnell. Und wie gesagt, das Angenehme an der Sache ist, man sieht, ich gehe mal kurz in die Kontakte rein, da muss ich mal, oh Gott, das sind ein bisschen viele. Man sieht in den Kontakten hier zum Beispiel, wer diesen Messenger installiert hat. Also man muss da nicht lange suchen. Außerdem ist natürlich so, wenn ich jetzt hier eine neue Nachricht schreibe, sehe ich, wie gesagt, nur die WhatsApp-User. So, was kostet der Spaß? Der Spaß kostet gar nichts. Es ist kostenlos. Das ist das Schönste an der ganzen Sache. Aber es gibt noch ein Feature, das du uns noch schnell zeigen willst. Und zwar, man kann nämlich beim WhatsApp-Messenger auch seinen Status zeitlich begrenzen.
Das zeigst du doch mal allen. Das zeigst du nämlich nicht. Mal. Das ist ganz wunderbar. Man kann nämlich hier den Status wechseln. Und dann, wie man hier sieht, kann man hier Sachen auswählen. Beispielsweise beschäftigt ist toll. Und dann habe ich hier unten die Advanced Options. Und wenn ich hier auf Advanced Options stehe, dann kann ich hier diesen Status expiren lassen, also auslaufen lassen. Und wenn ich das anmache, kriege ich hier noch eine ganze Menge von Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, in wie vielen Stunden es vorbei sein soll und zu welchem anderen Status er zurückfallen soll. Ist ganz toll, wenn ich zum Beispiel jeden Tag in der Früh in die Arbeit gehe und dann kann ich da einstellen in die Arbeit und nach 8 Stunden ist mein Arbeitstag beendet, dann bin ich wieder verfügbar. Ja, so schnell geht es. Wow, also wie gesagt, WhatsApp Messenger findet ihr im App Store. Ja, sobald die Sendung online ist, findet ihr das auch auf unserer Webseite mit einem Link, wo ihr es direkt runterladen könnt. Also direkt, ja, ein, wo ihr es bekommen könnt. Vielleicht wollen wir gleich mal ein Feature benutzen, wenn wir schon die Möglichkeit haben, ihn rein skypen zu lassen. Möchte mal jemand mitteilen, welche Erfahrung er mit dem WhatsApp Messenger gemacht hat? Also wir hatten ja hier gerade schon jemanden, der mir hier eine Message geschrieben hat, der Nickel. Ich weiß nicht, ob er gerade im Skype online ist, ob er sich traut, aber ich sehe ihn jetzt mal nicht. Gut, keine, dann wollte er halt nicht mitreden. Ist okay, gut. Ist ja nicht so, aber wir müssen ein bisschen Zeit, wir müssen ihm ja ein bisschen Zeit geben. Es ist ja ein bisschen Delay. Ja, 4 Sekunden, hallo. Ja, wie dem auch sei, also wenn ihr was zu sagen habt, schon während wir über die App reden, dann schreibt uns einfach mal an im Skype, dann können wir euch schon mit in die Sendung nehmen. Seid nicht scheu, wir haben ja nur irgendwie 40 Zuschauer und danach gucken das nur 5000 Leute an. Also keine Angst, ist ja fast niemand, sag ich jetzt mal. Und Nickel hat nichts zu sagen. Ich habe gerade im Chat gesehen, ja, das ist richtig, das ist ein alternatives Programm zu Ping. Ping kostet allerdings mittlerweile 79 Cent im App Store und sieht A, nicht so schön aus und funktioniert auch nicht ganz so gut wie der WhatsApp. Der App Benjamin Messenger. Leist ruft an. Also oh, jetzt hat er aber. Den Dev-Blogger. Da schauen wir doch mal. Mal den Benjamin rein. Wenn wir euch reinnehmen, dauert einen kurzen Moment, bis wir dann Audio und Video haben. Magst du das Video anmachen? Bitte Benjamin? Video noch anmachen. Video und Ton wäre nicht schlecht. Oh nein. Annehmen. Ja, natürlich möchten wir das Video. Her damit. Jetzt hören wir dich. Wir hören dich. Gut, dann bin ich mal außen vor. Ich höre dich, ja, ich höre dich. Ich mach mal kurz, ich fummel mal meine Klamotten rum. So, das ist, ein bisschen das, ist eine, also das Video ist ein Feature. Das Video, ah ja, da ist er doch, schau es an. Ja. Und jetzt habe ich richtig Kopfhörer benutzt und schon hört man was. Schönes Mikrofon hast du da. Na, das kenne ich doch irgendwoher. Vielleicht kriegen wir es auch zu sehen, was für ein Mikro er da hat. Lieber Operator, so. Bitte mal das Skype-Video. Ja, wäre nett, wenn ich das finden würde. Du hast... Hörst du ihn jetzt mittlerweile? Ich höre ihn, sehr gut. Ja, ich habe jetzt den falschen Kopfhörer drin gehabt. Das ist... Ja, ja. Super. Ja, vielleicht kriegen wir die auch live ins Bild. Oder, da sind wir klein. Nicht schlecht. Dupliziert. Gleich. Du hast immer ein bisschen Lag wahrscheinlich, weil wir sind reden schneller als... Also es kommt über Skype schneller an, als es dann im Video zu sehen ist. Da bist du doch. Ah, jetzt sehen wir dich. Sehen. Na, geht doch. Genau. Sitzt natürlich in einem dunklen Raum. Das ist nicht vorhandene Licht. Da hat da schon jemand eine Werbetrommel eingeführt. Nein, also, nein. Ganz im Ernst, also wer den Podcast nicht kennt, All About Apple, das ist der, wo ich in der zweiten Sendung mal zu Gast war. Ja, sehr schön. Ich fummel mir nur gerade in der Hose rum, weil ich hier diesen Transponder dahin klipsen muss. So ist das, wenn man live ist. Okay, ich kann hier also, mal so, wenn ich ein bisschen heller mache, seht ihr ein bisschen mehr. So. Könntest du es vorstellen? Also ich... MacBook-Bildschirm. Ah, ne. Genau. Deine Erfahrung zum WhatsApp-Messenger? Ja, ich habe jetzt ein bisschen später reingeschaltet. Ich habe gesehen, ihr habt Ping auch schon gezeigt und WhatsApp. Nee, also wir haben nur Ping WhatsApp geredet. Gezeigt. Wir haben nur WhatsApp. Ping also, ja, ich finde halt, der große Nachteil davon ist jetzt, wenn ich so im Web 2.0 mich irgendwie bewege, dass halt ich nicht jedem Twitterer oder ja grobe Facebook-Bekanntschaft meine Handynummer geben möchte. Ich meine, klar, ihr beide könnt die haben und was weiß ich, diverse Leute von Twitter, mit denen ich auch ein bisschen öfter mich mal unterhalte, mal Skype oder die Podcasts mache, die haben die sowieso. Aber ja, soll eben nicht jeder haben. Okay, da gebe ich dir recht. Dafür ist natürlich Ping die bessere Alternative. Da hat man einen Benutzernamen. Der Kerl kriegt es sicher hin, dass das User-Interface mal nicht mehr so hakelig wird. Also wie gesagt, für Leute, mit denen ich auch sonst privat Kontakt habe, den gebe ich halt, da habe ich überhaupt kein Problem. Was mich jetzt allerdings wundert, wo hat denn der Nickel
Wieso konnte mir denn der... lieber Nickel, sag uns doch mal im Chat, wie zum Geier konntest du mir eigentlich eine Nachricht schicken? Habe ich dir... Also, ja, verwundert mich gerade so ein bisschen. Gut, so viel dazu. Ja, gebe ich dir völlig recht. Es ist völlig richtig. Also vielleicht beide Messenger miteinander installieren, funktionieren auch problemlos nebeneinander. Ja. Ja, vielen Dank, Ben. Dankeschön. Dann schließe ich dich mal wieder. Oh. Und bis später. So, leg mal einfach auf. Lass mich gar nicht zu Wort kommen. Ha. Das ist die feine englische Art, würde ich mal sagen. So, hat der Nickel irgendwas gesagt? Nickel? So, Nickel... Alles klar, über Facebook. Facebook ist auch sowas. Es gibt das haben wir ganz vergessen. Da gibt's WhatsApp macht eine Connection zu Facebook auf. Und wenn man da die Daten hinterlegt hat, dann kriegt er das irgendwie hin. Ich meine, ja, ich habe eh keine Privatsphäre mehr. Was soll's also? Privatsphäre wird eh überschätzt. Sehe ich auch so. Genau. Ich hätte mal hier noch ein paar Leute, die angerufen haben. Lasst euch nicht ablenken. Wir haben noch eine App, das wir vorstellen wollen natürlich. Was stellen wir denn als nächstes vor? Genau, eins meiner Lieblings-Apps, muss ich ganz einfach sagen. Ich bin ja so ein Twitter-Junkie. Das App ist nicht Twitter-Junkie, sondern das App ist Tweety. Tweety 2. Und wir müssen natürlich, erst wenn das iPhone wieder da ist, dann gleich mal den schönen Logo erstmal zeigen. Ist das nicht toll, diese Sprechblase? So, Tweety 2. Da haben wir es. Der Chat, Twitter-Client Deluxe, würde ich mal sagen. Und wenn ihr jetzt mir Ad-Replies schickt, dann sind die Ad-Replies live im Podcast. Und ich habe mich da eingeloggt in meinem Account. Man kann sich mehrere Accounts anlegen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel ein paar Accounts, Digital Upgrade, Bitnapping, die Twitter-Accounts, meine Hasen natürlich. Ich kann mich noch dran erinnern, irgendwann hat er zu mir gesagt, der gute Basti, wieso braucht ein Twitter-Client, wieso sollte der mehr Accounts verwalten können? Ja, verstehe ich auch nicht. Man lernt nie aus, sage ich mal vorsichtig. jetzt gehe ich mal zum Beispiel in meinen Schlingel-Account rein. Und ich sehe jetzt hier die ganzen Tweets von den Leuten, denen ich folge. Das ist jetzt ja mal nichts Besonderes. Die Webcam auf die andere Seite bitte. Lieber Operator, kannst du bitte in der, mein lieber Schwan, jetzt wird hier aber losgepusht, kannst du bitte dieses kleine Fenster vom Skype auf die linke Seite rüberlegen. Das kann man in den Preferences einstellen, wo das sein soll. Mein lieber Schwan, hier wird schon gepusht ohne Ende. Das Push macht nicht Tweety, da kommen wir nachher drauf. So, ihr seht schon, da habe ich jetzt die neuesten Updates drin. Und das Schöne an Tweety ist, also wo ich mich wahnsinnig schnell dran gewöhnt habe, wenn ich irgendwas reloaden will, dann ziehe ich das ganze Ding einfach runter und lasse es losschnalzen und dann macht dann Refresh. Und ihr seht schon, wow, der Nickel, das muss ich Nickel von Tweety überzeugen, ja, das wird was. Also, das User-Interface ist wahnsinnig schön. Hör mal auf zu pushen, ich komme ja gar nicht mehr zum wirklichen Reden. Das User-Interface ist sehr schön und es hat halt so ein paar kleine Tricks. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel dem Nickel antworten will, dann fahre ich einfach mit dem, Tino hat mir gerade getwittert, also klicke ich entweder drauf und drücke dann links unten auf den Reply-Button. Und dann kann ich ihn jetzt davon überzeugen. Das mache ich jetzt mal nicht. Ich speichere es nicht. Ich könnte es aber speichern, um später den Tweet fertig zu schreiben. Genau. @Schlingel, stör den Basti nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich so eine Multiple-Persönlichkeit habe. Gespalten. Genau. Also jetzt, wenn ich jetzt Nickel noch antworten will, dann kann ich auch einfach mit dem Finger drüber swipen. Und dann geht dieses Ding auf. Da kann ich jetzt mehrere Dinge machen. Zum Beispiel kann ich mal, wie vorhin schon, antworten mit dem ersten Knopf. Wenn in der ganzen Geschichte ein Link drin ist, wie zum Beispiel der Pete, in seinem Tweet, dann sehe ich hier diese Büroklammer, da drücke ich jetzt drauf und da kann ich jetzt mit dem Link so ein paar Dinge machen. Also ich kann jetzt einfach direkt aufmachen, da geht er in dem Browser drin auf. Oder ich kann halt zum Beispiel das an Instapaper schicken oder ich kann es per E-Mail verschicken. Ich sehe schon, der hört nie auf. Ich mache mal wieder einen Refresh, dann sehe ich mal, was so zwischendrin noch reingekommen ist. Ja, die Ad-Replies erscheinen jetzt in meiner normalen Timeline, da ist es ja ganz normal. Sie erscheinen aber natürlich auch unten, wenn ich auf das Ad drücke, in diesem Ad-Fensterchen. Mein lieber Schwan, da sind ein paar drin. Und da mache ich auch mal kurz einen Refresh, da sind sie dann auch alle drin. So, dann zeige ich euch mal noch weiter, was man noch alles machen kann. Also da hat jetzt zum Beispiel der iPod Touch First was geschrieben. Wenn ich mir jetzt mal den iPod Touch First genauer angucken will, swipe ich wieder drüber, drücke auf dieses kleine Männchen, da sehe ich jetzt seine ganzen Daten, wie viele Follower hat er, wie viele Leute er followt, wie viele, mein lieber Schwan, also 6229 Tweets, mein lieber Schwan. Und was ich persönlich wahnsinnig gut finde, sind die zusätzlichen Services, die dazu kommen. Also ich kann ihm jetzt erstmal folgen oder nicht folgen, also wenn ich jetzt auf Follow drücke und hier wieder auf Follow, dann zack, folge ich jetzt dem guten iPod Touch First. Wenn ich jetzt aber mal auf Services drücke,
dann holt er mir so ein paar Dienste aus dem, also Twitter-Dienste aus dem Netz, die relativ angenehm sind. Zum Beispiel der Tweetblocker, der analysiert jetzt, ob dieser Twitterer ein Spambot ist oder nicht. Wir sehen schon hier, er ist kein Spambot, weil er einen bestimmten Score hat. Und wenn ich jetzt einen Spambot hätte, habe ich jetzt gerade leider keinen zur Hand, dann sehe ich halt hier, dass es einer ist. Und dann kann ich ihn halt zum Beispiel blockieren. Oder wenn ich jetzt aber der Meinung bin, dass dieser gute Apple Touch First ein Spammer ist, würde ich jetzt den Spammer-Knopf drücken. Das mache ich mal nicht. Ja, vorsichtig mit dem Drehen. Genau, also ich kann mir noch außerdem seine sonstigen Tweets angucken, AdReplies, die er geschickt hat. Ich gehe mal wieder zurück. Wir brauchen das jetzt ja nicht alles laden. Oh Gott, mein lieber Schwan. Also hier geht die Push-Kanone gerade los. Direct Messages gehen auch, die sieht man unten drin und ich kann außerdem natürlich suchen, ich kann wieder in der Nähe zum Beispiel suchen. Das ist besonders schön. Genau. Das ist das Schönste eigentlich, also die neue Nearby-Suche, die neue In-der-Nähe-Suche wird nämlich jetzt endlich als Karte dargestellt und dann sieht man den Umkreis, wer hat denn da in meinem Umkreis getwittert und man kriegt es auch direkt auf der Karte angezeigt. Natürlich hier im Buchheim ist nicht so viel los, wenn wir jetzt ein bisschen rausscrollen. Dann haben wir ein bisschen mehr von München zu sehen oder Münchner Umland. Versuchen wir das mal. Und das sehen wir auch. Das sehen wir dann also auch. Das Schöne ist halt wirklich, ich pinche in der Karte ran raus und man sieht diesen abgefahrenen. Und dann kann man da hinklicken und sieht dann gleich, wer ist es und was hat er getwittert als letztes. Das sieht man jetzt schon. Ja, die Broker natürlich, die sind schön am Twittern. Nicht, dass ich das am Ende selber bin. Nee. Ist aber ganz in der Nähe. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel, dass jemand getwittert hat oder da hat noch jemand getwittert. Ist er. Oh, das war tatsächlich ich selbst. Nicht schlecht. Ja. So passiert das. Der Ben hat mir gerade eine Direct Message geschickt. Ich hoffe, es ist nichts wirklich Privates drin. Weil hier Ben geht's ab. Hat er halt Pech gehabt. Es dauert ein bisschen, bis die Direct Messages dann ankommen. Oh Gott. Also mein lieber Schwarz, zu den Push-Diensten kommen wir gleich noch. Er findet noch so ein paar Kleinigkeiten. Also man kann zum Beispiel sein eigenes Profil ändern. Oder zumindest ansehen. Ja, man kann es sogar ändern. Wow, das ist ein neues Profilbild. Ein Profilbild. Yes. Einbauen und die ganzen Daten ändern. Ich würde sagen, ist eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Also mir gefällt Tweety halt am besten, wenn es noch von sich aus selber pushen könnte, wär's mir noch viel lieber. Aber vielleicht nutzt ihr Tweety oder ihr nutzt es nicht? Ich habe noch was ich gerne zu Tweety sagen möchte. Und zwar, was mich wahnsinnig überzeugt, ich war auch so ein bisschen kritisch dem Tweety 2 gegenüber und habe gesagt, nee, doch es kann ziemlich viel. Und was das Schönste ist, ganz oft ist es ja so, das ist auch so ein Twitter-Feature, wenn man zwei Leuten followt und die sich eine Ad-Reply schicken, dann kann man diese Ad-Reply auch sehen. Und wenn man jetzt die Antwort, beispielsweise der eine fragt den anderen was, wenn man jetzt die Antwort schickt, dann kann man immer nur bei allen anderen Twitter-Programmen an einen ein Ad-Reply schicken. Möchtest du es zeigen? Hier bei dem Tweet von Pietz? Oh ja, hier zum Beispiel. Da haben wir den Ed Schlingel, ist bei @digitalupgrade live zu sehen unter der Webadresse. Und wenn ich jetzt hier beide oder alle drei Ad-Replies direkt anschreiben möchte, dann drücke ich hier wieder einfach auf diese knapp dicke Fingeraktion. Ja, das ist gut. So, machen wir den richtigen Tweet auf. So, auf das Reply-Knopf und dann drücke ich auf Reply All und zack, kriege ich da die erwähnten Ad-Replies angezeigt. Das finde ich wahnsinnig gut und das kann ich auch ganz oft gebrauchen. Richtig, ja, der Pietz hat es richtig gemacht, also wenn ihr im vollen Wort @Pietz auch sonst, also jeder, der jetzt hier getwittert hat, kriegt jetzt mal so langsam den Plug, ich scrolle mal langsam durch, Coolover, das ist übrigens, der Coolover ist übrigens der, unser kleiner Helfer, sage ich jetzt mal, klein ist er gar nicht, er ist größer als ich. Das ist ja nicht so schwer. Das ist kein so großes Kunststück. Ja, der uns mit der Webseite immer unter die Arme greift und alles mögliche macht. Der Nickel, den hatten wir vorhin schon gehabt. Devblogger Ben, der vorhin drin war, den Intenso, den habe ich auch schon mal gehört. iPod Touch, der hat vorhin seinen... Der Jugger 2000, unser zweiter Webseitenhelfer. Mein lieber Schwan, also hier geht's rund. Tim is not Tom. Ja, da freut sich jemand. Großartig. Ja, das ist so viel zu dem App. Wer benutzt denn alles Tweety? Wahrscheinlich mittlerweile einige. Alle haben ja darauf gewartet, dass Tweety 2 veröffentlicht wird. Das Einzige, was mir so ein bisschen ein Dorn im Auge war und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen, das ist, Tweety 2 ist nicht ein kostenloses Update gewesen. Naja, aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, es sind halt irgendwie 2,99 oder 2,39 sogar nur. Ich würde sagen, das ist verkraftbar. Also das kann man mal ausgeben für so einen Twitter-Client. Da kauft man sich halt einen kleinen Kaffee bei Starbucks weniger.
Und dann hat man plötzlich einen Twitter-Client, der ganz viele tolle Sachen kann. Ja, danke. Wenn jemand mitreden möchte, dann sei er jetzt eingeladen, anzurufen und sich bloßzustellen. Ruft an. Der Bullshit-Button schlägt gleich zu, wenn man daran denkt. Vielleicht haben wir jemanden, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer haben wir denn? Kann mir das mal jemand schnell sagen? Wer, der Mann in der Regie? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie viele Live-Zuschauer haben wir momentan? 37. Ich sehe hier 47 Leute online. Der Jörg, oder Jörg, die Segelschule. Segelschule. Hol mal doch rein. Jörg, mach doch mal dein Bild an, damit ich dich groß machen kann. Der Olli ist wieder schneller, als die Polizei erlaubt. So, hören tue ich nichts, sehen tue ich nichts. Sehen tue ich schon gleich mal was. Sehen Sie nichts? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wie, ihr seht kein Bild? Nee, das schwarz. Kommt schon, das wird schon. Also entweder das wird noch oder du musst die richtige Kamera einstellen. Da ist er doch. Da ist er doch. Servus. Guten Tag. So, bist du Tweety-User? Haben wir dich schon konvertiert gehabt das letzte Mal? Nein, noch nicht. Da haben wir, glaube ich, noch mit Twitter-Lator gearbeitet. Richtig, wir waren ja beim Jörg zu Besuch. Er hat uns eingeladen zum Segeln, weil er hat eine Segelschule am Bodensee, oder die Segelschule, würde ich jetzt fast sagen, am Bodensee. Natürlich die. Ja, richtig. Und er hat uns eingeladen auf den Tag zum Segeln, war wunderschön. Also wir hatten auch wahnsinnig tolles Wetter und ja, Riesenspaß, jederzeit wieder. Und ja, da haben wir damals noch getwittelater, da muss ich ja zugeben. Der kann vielleicht noch ein, zwei Sachen mehr, aber er ist halt einfach nicht so schön, nicht so schnell. Das kommt dazu. Also, und da habe ich, wie gesagt, zwar ist wahnsinnig schnell. In Tweety habe ich 3 Nachrichten geschrieben, währenddessen der Twittelator immer noch sein Ei anzeigt. Ja, dein Ei ist übrigens das Icon. ja, Twittelatest du jetzt auch immer noch, Jörg? Ja, ich bin noch auf Twitter-Lator, ja. Ich weiß nicht, ich komme mich noch nicht durchringen, auf Tweety 2 umzusteigen. Was ist so dein, hast du irgend so ein Special, besonder Lieblingsfeature beim Twitter-Lator? Nee, möchte ich nicht sagen. Ich finde ihn eigentlich so ganz praktisch, dass er gar nicht so viele Funktionen hat. Das macht die Sache irgendwie einfacher. Okay, also man muss ja nicht alles benutzen, was er hat. Ja, ach ja, ja, was hast du denn noch so zu sagen? Ich habe Stimmen gehört und ich weiß nicht, wo sie herkamen. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ja, ich wollte euch sagen, bei mir steht dran 51 User, zumindest im Chat mit dabei. Chat, ja, das ist ja wunderbar. Das ist doch schön. Also Chat und Livestream scheinen ein bisschen unterschiedlich zu sein. Manche chatten wohl mit 2 Accounts oder sagen, die Fressen können wir lange schon nicht mehr sehen, deswegen gehen wir nur ins Chat. Das sind Pro-User. Das ist ein Power-Gamer. Die chatten gleich mit 2 Usern. Genau. du, auf Twitter bist du die Segelschule? Bist dein Name? Richtig, ja, genau. Einfach Segelschule und auf Twitter und deine Webseite? Segelschule-wasserburg.de. Genau, geht da mal hin, schaut euch das mal an. Also ich dachte ja nicht, dass Segeln irgendwie so viel Spaß machen kann, aber es war tatsächlich, also gut, es ist natürlich, wenn man sich einfach zurücklehnen kann und nichts machen muss, das ist natürlich schon nochmal ganz... Ich habe gearbeitet wie ein Schwein und dann wurde ich über Bord geschmissen und dann bin ich fast nicht mehr reingekommen. Wie so ein Pottwahllager dann so. Das war echt hart. Ja, gut. Ja, da war das Motorbootfahren dann angenehmer, oder? Das war ein Traum. Das Essen war vor allem gut, also da können wir schon nochmal hinfahren. Ja, kommt wieder vorbei nächstes Jahr. Sehr, das darfst du mir glauben. Skyper sind zu laut. Operator, kannst du bitte den Skype-Ton ein bisschen leiser drehen? Das wäre sehr nett. Also Operator übrigens, wenn ich mitbekommen habe, Oliver, unser Chef. Der uns auch hin und wieder mal mit einer Lizenz schnell aushilft. Wenn mal wieder Soundflower nicht funktioniert. Genau. Mensch, Jörg, ja, vielen Dank fürs Anrufen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Super Sache. Danke. Ja, danke dir. Ciao. Ciao, servus. Ciao. So, ja, dann... Dann haben wir noch ein paar mehr Themen, über die wir reden sollen. Aber vielleicht sollten wir jetzt, wo wir im Studio sind und auch schon das Announcement rausgeschossen haben auf unserer Website, doch nochmal uns bei ein paar Menschen bedanken, die all das möglich gemacht haben. Genau, also wie ihr ja gesehen habt, wir haben so ein bisschen relaunched und ja, da waren mehr als nur wir beide beteiligt an der ganzen Geschichte. Ja, und da wollen wir mal ganz, ganz, ganz dicke Danke sagen, weil ja, ohne die ganzen Leute, die uns dabei geholfen haben, hätten wir das... irgendwann geschafft, aber da wäre dann die Jahreszahl schon 5-stellig gewesen. Podcast wahrscheinlich auch schon out gewesen und hätte dann irgendwie Cybercast geheißen. Richtig. Ja, also oder Livecast. .at. Richtig. Jetzt habe ich völlig aus dem Konzept gekommen. Wie auch immer, auf jeden Fall, wenn ihr sehen wollt, wer hat uns da alles geholfen, ein paar Namen haben wir schon erwähnt. Geht auf unsere Webseite, da sind alle namentlich erwähnt.
bei denen wir uns ganz herzlich bedanken wollen. Es wäre nicht möglich gewesen ohne eure Hilfe und ohne eure Unterstützung. Also ich versuche es jetzt nochmal persönlich so zusammenzubekommen. Also ganz als allererstes der liebe Z, Andreas Zeitler, z.de mit 3t. Macht die Musik. Der die Musik für das Intro gemacht hat, ist wirklich fett geworden. Dann, wen haben wir denn noch? Dann haben wir den Jan Urschel, der hier uns dieses tolle Logo gemacht hat. Genau, und zusätzlich zu dem Logo, dieses ganze 3D-Studio, das wurde uns zur Verfügung gestellt von Tim Sternsdorf von Sternsdorf mit 2F, also alles sind hier doppelt und dreifach mit irgendwelchen Buchstaben, .eu. Genau, der macht solche Geschichten professionell und hat uns da mal ein bisschen geholfen. Vielen Dank an der Stelle dafür. Dann haben wir den guten Marco Fester, cool over. Wir nennen uns immer nur noch die Skype-Namen. Ad cool over, das ist auch viel einfacher wie echte Namen. Ich sage immer Ad Schlingel, wie geht's dir heute? Richtig, Ad Intenso. Und ja, neben dem Marco natürlich der Juggler 2000. Der auch einen Namen hat. Nein, der hat keinen Namen. Der heißt auch nur Juggler 2000. Genau, der Klaus ist es natürlich. Also, um Gottes Willen, also die beiden, die sich so ein bisschen um unsere Webseite kümmern, das ist ja angenehm, da müssen wir das nicht mehr machen und können uns dann um andere Sachen kümmern, wie Sandwiches essen oder so. Dann haben wir noch ganz großen Dank an die finanzielle Unterstützung bei Boing Software und natürlich dem Gründer und Chef von uns, Oliver Breidenbach, der uns dieses Studio aufgestellt hat, würde ich jetzt mal sagen. Und heute nicht zum ersten Mal operated. Und na genauso gut die ganzen anderen Jungs bei Boing Software, weil ohne euch gäbe es Boing's TV nicht. Und dann würden wir immer noch Post-Production machen, dann gäbe es kein Live-Digital-Upgrade. Also das muss man mal ganz klar dazu sagen. Das ist richtig. Auch wenn wir eine Stunde später angefangen haben, wir es immer noch live. Richtig, es ist immer noch live. Und an der Stelle auch nochmal danke an Achim, das ist zwar auch einer von den Jungs, aber der hat uns nochmal ein bisschen extra geholfen mit so Geschichten wie diesem Fernseher, der hier oben vorhin reinfuhr und so ein, zwei Animationen, die und dem Pietz zum Beispiel auch, der mir auch ein bisschen im Chords Composer geholfen hat, Sachen, die, wo ich einfach noch nicht ganz durchgestiegen bin. Haben wir denn sonst noch irgendjemanden? Wir haben noch einen, der uns auch ganz oft als Operator zur Seite gestanden ist. Das ist der Ed Herr Schubert, nachdem wir keinen Namen mehr haben. Genau. Der Rudi. Der Rudi, der jetzt auch bei Bitnapping TV den Windows-Part übernommen hat. Außerdem geoperated haben ja auch noch der Pietz, den wir schon genannt haben, und der MacCode, also der Peter und der Leon. Ja, auch vielen Dank an euch, dass ihr auch mal hier wart, uns geholfen habt und uns beim Mobile Guns ertragen habt, beim Mobile Guns spielen. Ich weiß gar nicht, irgendwen haben wir sicher vergessen. Schaut nach www.digitalupgrade.de. Die wichtigste Person haben wir vergessen. Mich. Das bist du. Als Zuschauer, weil ohne euch alle, also ohne die ganzen Zuschauer, ja, da hätten wir halt immer noch keine Zuschauer und dann würde sich das Ganze auch nicht wirklich rentieren. Also deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Abonnieren. Ja, wie gesagt, das ist uns sehr wichtig und auch an alle, die Kommentare in iTunes geschrieben haben, die uns 5 Sterne gegeben haben, super. Also ganz im Ernst, vielen Dank. Ja, und ich hoffe, wir haben niemanden vergessen und wenn, steht da auf der Webseite, dann tut es uns sehr leid. Aber vielen Dank auf jeden Fall an alle, die uns geholfen haben, dass wir ja jetzt da sein können, wo wir sind. Und zwar hier in diesem Studio, live. So, jetzt würde ich sagen, genug der Danksagung und Lobpreisung. Machen wir doch mal weiter mit unserer Show, denn wir können keine Werbepause einspielen, deswegen haben wir jetzt einfach 10 Minuten lang Lob und Dank ausgesprochen. Seht es als kleine Commercial Break. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten App. Ich kenne den Ablauf nicht, Basti. Verrat ihn mir. Was zeige ich? Ich zeige nichts. Doch, darfst du gleich, oder? Ich darf das zeigen, aber das ist ein B. Dann zeige ich das. Ihr habt es vorhin alle schon gesehen, das ist Boxcar. Wer mir jetzt nochmal Ad-Replies schickt, der wird gleich sehen, was Boxcar macht. Ihr habt es vorhin schon gesehen, diese ganzen Push-Nachrichten, die hochkamen, das war Boxcar. Boxcar ist grundsätzlich sehr unscheinbar, weil es eigentlich nie wirklich benutzt, also die App selber nie kaum benutzt wird, weil es macht nichts anderes als Push-Nachrichten anzeigen. Es macht Push für Twitter, für Facebook und für E-Mail. Und ja, ist richtig. Sehr coole Applikation. Das stimmt zwar nicht ganz, das stimmt alles, was du gesagt hast, aber man kann Boxcar auch als alternativen Client für Twitter benutzen und man kann auch ganz viele andere Sachen machen. Deswegen sieht man jetzt auch hier in dem Screen gleich die verschiedenen Badges, dass man sieht, wo hat man neue Nachrichten bekommen. Also es ist nicht nur ein Helferlein, es war mal nur ein Helferlein, aber mittlerweile steckt da auch noch richtig was dahinter. Also ich sag's mal so, richtig mithalten können sie natürlich nicht mit so einem echten Twitter-Client wie Tweety. Aber zumal schnell was anzeigen von der Nachricht. Also ich habe jetzt ja hier zum Beispiel was bekommen vom DDF Mini HSP.
Ich kann mir das schon anzeigen, aber sobald ich dann drauf drücke, weil ich halt zum Beispiel Tweety als meinen Client ausgewählt hat, macht er halt dann Tweety auf. Kann ich jetzt aber einstellen. Und wie gesagt, ich kann halt nicht nur Twitter damit bedienen, sondern ich kann halt zum Beispiel auch E-Mail und Facebook benutzen. Ich kann Twitter suchen laufen lassen. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, ich habe nur meinen normalen Twitter-Account damit verbunden. Das heißt, hier, immer wenn mir jemand einen Ad-Reply oder eine Direct-Message schickt, bekomme ich jetzt hier eine Push-Notification. Ich habe meinen Facebook-Account damit verbunden. Da sehen wir es schon. Also wir bekommen hier wieder mal vom iPod Touch First ein Ad-Reply. Das mache ich jetzt mal zu. Es laufen Twitter-Suchen und es läuft mein E-Mail, dass ich halt meine E-Mails gepusht bekomme. Das Ganze ist nicht ganz kostenlos. Das App selber kostet nichts mehr. Das hat sich geändert. Am Anfang hat das App was gekostet. Da war ein Twitter-Account mit dabei. Mittlerweile könnt ihr das App kostenlos erwerben. Dafür kosten allerdings die verschiedenen Erweiterungen, also In-App-Purchases, kosten jeweils 79 Cent. Genau, das heißt, wenn ihr nur einen Twitter-Account haben wollt, dann seid ihr halt mit 79 Cent dabei. Wenn ihr mehrere wollt oder halt dann noch E-Mail-Push oder irgendwelche Sachen in der Art, dann kostet es halt ein bisschen mehr. Also ich habe halt da irgendwie jetzt $5 rein investiert. Naja, dafür pusht es halt schön. Und ich kann mir halt zum Beispiel auch einstellen, in welchem Twitter-Client meine Tweets nachher aufgehen sollen. Ob die jetzt in Bokka aufgehen sollen oder in Tweety oder Twitterlater oder was man halt auch immer benutzt. Ja, so viel zum Thema Boxka findet ihr auch auf unserer Webseite. Genau. Ja, dann kommen wir noch zu einer Sache, die wir mal kurz einschieben wollen, und zwar zu einer Petition. Die Jungs von TouchTalk.at. Befreit das iPhone! Genau. Befreit es! Es ist gefangen! Schau's an! Es ist gefangen! Befreit es endlich! Genau. Ja, geht mal auf TouchTalk.at, da könnt ihr in einer Petition teilnehmen. Da geht es darum, das iPhone zu befreien, wie Tino es schon gesagt hat. Ähnlich wie bei Tibet machen wir das auch mit dem iPhone, weil momentan hängt es halt so ein bisschen in jedem Land an einem Carrier, also an einem, wie heißt das auf Deutsch, Mobilfunkanbieter? So ist es. Und das ist halt nicht unbedingt gut für die Entwicklung des iPhones. Es könnte wahrscheinlich schon viel, viel weiter sein, also wenn wir uns Sachen angucken, wie Tethering und als Beispiel. Man wird schon ein bisschen geknechtet. Genau, also geht dahin, tragt euch ein und klickt noch auf den Bestätigungslink, das ist ganz wichtig. Ihr seht auch bei uns nachher, wenn die Seite wieder normal da ist, rechts oben so ein kleines... Wie wenn die Seite aufgeklappt wird, genau, wenn ihr da drüber fahrt mit eurer Maus, dann könnt ihr direkt drüber surft. Richtig. Dann könnt ihr einfach direkt auf den Link klicken und euch da eintragen und dann mitmachen. Ganz wichtig, witzige Sache, wir wollen alle ein freies iPhone. Wieso sollten wir das Geld der Telekom spenden, wenn wir es nicht auch Vodafone spenden könnten? Genau, das muss jeder selber wissen. Und was man auch selber wissen kann oder was du selber weißt, ist unsere nächste Applikation. Unsere nächste Applikation, die wir uns anschauen werden, ist Behive, ein wahnsinnig guter Instant-Messaging-Client für das iPhone. Und bevor ich da lange drüber rede, klicke ich hier auf dieses Icon, das man anders schreibt, als man es ausspricht. Drücke einfach mal auf Behive und schon startet es. So, Behive kann auch pushen, das kann man erlauben. Da klickt man hier auf Erlauben. Und nachdem dieser Account noch nie benutzt wurde, ist das nicht ganz so toll, weil dann können wir es nochmal kurz ausblenden. Wir sehen dann jetzt erstmal, ich kann noch schnell was sagen dazu. Kriege ich es nochmal? Einmal brauche ich es noch. Das macht dich ganz wahnsinnig. Der Operator, der wird heute richtig gefordert. Man sieht hier gleich, was wird alles unterstützt. Ja, das ist nicht nur ein AIM-Client, der Geld kostet. Nein, nein, der kann auch Google Talk, ICQ, Java, MSN, Windows Live, MySpace, IM, Yahoo Messenger, Facebook IM. Also viel mehr kann man, glaube ich, kaum noch unterstützen. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, mir fällt jetzt auch nichts ein, was man noch bräuchte. Also ganz wichtig ist natürlich Gado zum Beispiel. Ja, oh, ja natürlich. Ich meine, ich wüsste gar nicht, wie ich ohne Gado leben kann. Aber ich habe es bisher auch ganz gut mit Behive geschafft. So, jetzt müssen wir das mal nochmal ganz kurz ausblenden, damit ich hier einen Client starten kann. So, ich muss mich jetzt hier einloggen. Das ist nicht so böse. Also die meisten kennen meinen Nickname eh. Aber mein Passwort ist vielleicht besser, wenn sie es nicht wissen. Und deswegen gebe ich das jetzt mal hier ein. Zack. Auf Return. Gegen eine Spende von 5 Euro pro Person gebe ich das Passwort natürlich gerne raus. So, und dann
Dann lege ich gleich mal noch. Ich hätte noch einen zweiten Account dazu, das kann ich danach machen, ist wurscht. Na, darf ich? Ich darf, danke, danke, sehr nett. Ich lege noch einen zweiten Account an. Beispielsweise hier. Es ist nicht so spannend, mir jetzt dabei zuzuschauen, aber ich kann trotzdem ganz toll weiterreden. Der Basti spackt ja eh neben mir hier gerade super ab. So, jetzt habe ich hier mal zwei Accounts hinzugefügt. Und wenn wir das iPhone wieder sehen dürfen, dann sehen wir, dass bis jetzt noch nicht viel passiert ist, außer dass die Accounts hier sind. Ich kann jetzt hier die einzeln aktivieren oder ich kann sie direkt alle gleichzeitig aktivieren. Ich gehe jetzt hier mal auf Anwesend und tada, schon sind die Accounts, werden sie angezeigt. Und ich kann jetzt, er lädt natürlich auch meine Bilder, die ich eingespeichert habe, und wenn ich jetzt auf Kontakte wechsle, dann bekomme ich auch die ganzen in so Listen angezeigt. Was sind denn in so Listen? Entschuldigung. In Gruppen unterteilt bekomme ich die verschiedenen Menschen angezeigt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die ICQ-Namen leider nur als Nummern angezeigt werden und nicht als echte Namen. Das finde ich nicht ganz gelungen, aber als echter Mac-User ist es nur halb so wild, da man ja grundsätzlich eh den IM benutzt. So, wenn man jetzt hier beispielsweise jemanden schreibt, ich nehme mal den Cullover, den kennt ihr ja mittlerweile eh alle, oder er schreibt mir, dann kann ich ihm hier einfach, bekomme hier noch eine Information, was hier passiert, die Treppe bitte, finde ich nicht schlecht, und kann ich ihm hier reinschreiben, hi, cool over. Vielleicht ruft er uns ja danach noch an und sagt, wie toll die Nachricht beim Ankommen. Es ist ein ganz normaler Chat-Client. Oben in der Leiste finde ich auch die bereits aktiven Chats. Hier habe ich zum Beispiel vom Nickel noch einen Chat. Den kann ich auch direkt anklicken. Dann habe ich hier noch von jemandem, der kein Bild hat, der hier nur Wahnsinn schreibt. Das ist mein eigener Account. Mein anderer Account, den jetzt auch jeder kennt, das ist mein Firmenaccount, also ihr wisst jetzt Bescheid. Da bin ich also, wenn ich arbeite, unterwegs. Hier habe ich noch von jemand anderen Chatnachrichten, aber das kennt ihr ja alles. Das ist jetzt nicht so spannend. Das Schöne ist, ihr könnt hier direkt Favoriten anwählen. Hier könnt ihr zum Beispiel dann nach Benutzernamen suchen und die direkt hinzufügen. Und ihr könnt hier bestimmte Sachen einstellen. Wenn ihr sagt zum Beispiel, ihr möchtet lieber nach Account sortiert haben, dann könnt ihr das einrichten und vieles mehr. Wenn ihr rausgeht aus dem App, dann ist es noch nicht alles, was ihr erlebt habt. Ihr könnt nämlich in die Einstellungen wechseln und dort findet ihr noch weitere Einstellungsmöglichkeiten von Beehive, beispielsweise Push, dass Push aktiviert ist oder wann ihr keine Push-Nachrichten haben wollt, wann das App sich ausloggen soll und vieles mehr. Das seht ihr hier. Nicht schlecht. Danke. Mein zweites Ich an meinem iPhone in Form eines kleineren Menschen. Ja, das Ganze kann man dann hier schön eintragen und macht wahnsinnig viel Spaß zu benutzen. Was ein bisschen problematisch ist, ist was? Ich weiß es nicht. Dass es was kostet. Achso, natürlich. Das ist wirklich nicht ganz billig. Es kostet 7,99 Euro. Das ist jetzt kein Pappenstiel, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist kein Pappenstiel, denn es kann sehr viel. Ist das nicht toll? Sehr schön, Pumuckl. Es kann nicht nur Push, sondern es kann zum Beispiel auch Widescreen. Das können wir jetzt ein bisschen schlecht zeigen, weil wir nur ein hochkant iPhone hier drin stehen haben. Und damit ist dann das Tippen wirklich wahnsinnig angenehm. Man hat die breite Tastatur. Ja, also es kann wahnsinnig viele Accounts verwalten. Und so kann man sich halt dann doch mal ganz schnell Dinge zupushen lassen, die man halt sonst nicht mitbekommt. Was natürlich auch ein Vorteil ist, IM zu benutzen. Weil, jetzt kommt's, man kann den IM-Client an mehreren Rechnern gleichzeitig laufen lassen, im Gegensatz zu ICQ, wo der andere Rechner einfach disconnected wird. Noch viel cooler wird's mit Jabber, weil Jabber kann ja verschiedene, ich kann ja sagen, dieses Device hat Priorität 1 und der Rechner zu Hause Priorität 2. Das heißt, wenn ich jetzt hier online gehe mit dem Gerät, dann gehen die Nachrichten automatisch dahin und nicht mehr nach Hause. Und sobald ich hier wieder zumache, gehen sie wieder nach Hause, was natürlich in dem Fall dann mit Jabber besonders viel Sinn macht. Also von daher. Ich glaube, die meisten Leute, die Beehive nicht benutzen, sind nur Leute, die den 7,99 Euro für einen Chat-Client zu viel sind. Kann ich verstehen. Es gibt mittlerweile eine günstigere Alternative und die schauen wir uns auch an.
Und die heißt? Trillion. Und seit wann gibt's es? Seit 2 Tagen ungefähr. Seit 2 Tagen. 6 Monate lang steckte es bei dem iPhone App Approval Commissioner XYZ, der wahrscheinlich nichts kann, aber für wenig Geld bezahlt wird, dass er sich da Apps anschaut. Was kann Trillion besser, was BeatJive nicht kann? Es kann schön aussehen, finde ich jetzt zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich jetzt eine Geschmackssache. Es kann mehrere Trillion-Accounts verwenden. Also wenn man jetzt einen Trillion-Account hat, dann hat man in diesem Account drin verschiedene, kann man da verschiedene Identitäten anlegen. Also zum Beispiel verschiedene ICQ-Namen, verschiedene MSN-Namen und so weiter und so fort. Und wenn man sich da jetzt mehrere Accounts anlegt, kann man mehrere Astra-Accounts anlegen und dann kann man da wirklich ganze Identitäten switchen, wenn man das möchte. Das ist relativ angenehm. So, jetzt sind wir zum Beispiel hier mal mit meinem Schlingel-Astra-Account eingeloggt. Und wer mir jetzt mal was schreibt auf dem guten ICQ oder, nee, das ist IM. Wer hat mich unter IM? Marco hat mich sicher unter IM, glaube ich. Stimmt, hier haben wir doch schon mal ein paar Chats. Aber ich habe doch einen, der Nickel zum Beispiel. Der Nickel war wieder der Star der Show. Der muss schon noch mal anrufen, glaube ich, nachher, wenn er hier so schnell schreibt. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass da oben die Leute ganz toll angezeigt werden. Und hier ist zum Beispiel ein Plus. Was sagt mir das Plus? Ich kann die Person oben anklicken und dann sehe ich, dass er noch gar nicht in meiner Kontaktliste ist. Und ich kann jetzt einfach direkt hinzufügen, indem ich das Ding anklicke und auf Akzeptieren drücke. Zack, wird er hinzugefügt und ich kann anfangen, mit ihm zu chatten. Ich kann zwischen den verschiedenen Chats einfach per Swipes hin und her schalten, was das Ganze wahnsinnig angenehm macht. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Was außerdem gut ist, man kann seine, natürlich wie bei jedem anderen, kann man hier direkt, also wie bei jedem anderen normalen Chat-Client, kann man hier zum Beispiel direkt in der Applikation sein User-Bild ändern oder seine Verbindungen verwalten, wobei hier direkt die Kennwörter synchronisiert werden mit dem Astra-Account. Das heißt, wenn man einen Astra-Account anlegt, man kann bei trillion.im auf der Webseite einen Astra-Account anlegen oder wenn man beispielsweise einen Windows-Rechner hat, einen Windows 7-Rechner natürlich, und dort einen Astra-Account besitzt, dann kann man die einfach synchronisieren. Das heißt, wenn ich schon einen Astra-Account habe, dann nehme ich mein iPhone, logge mich nur unter meinen Astra-Account ein und bingo, habe ich alle Accounts direkt auf meinem iPhone. Natürlich kann Trillion auch das, was wir gerade vorhin schon gesehen haben im Beehive, wenn ich in die Einstellungen wechsle, dann kann ich hier noch ein paar mehr Sachen einstellen. Und zwar sind es wie folgt die Einstellungen. Hier kann ich zum Beispiel, dass ich da direkt abwesend gesetzt bin, wenn ich hier mit dem Gerät mich einlogge. Und natürlich kann ich auch Push-Nachrichten einsetzen. Und wann er sich, also erst direkt Push ist eingestellt. Und ich kann halt eben sagen, wann er sich abmelden soll, nach welcher Zeit. Das, der große Vorteil, den Trillion mit sich bringt, ist, dass er deutlich billiger ist und eigentlich denselben Funktionsumfang wie Beehive hat. Er kostet nämlich nur 3,99 €. Genau. Nächstes Mal spielen wir keinen Fragen-Ping-Pong mehr, wenn du nicht zuhörst, wenn ich was erkläre. Ich habe gerade den... Oh, da ruft jemand an. In den Chat gesehen. Holen wir den doch mal rein. Benjamin, komm rein. Komm so rein, Benjamin. Vielleicht hören wir dich auch gleich. Mach doch mal dein Bild an. Ich höre was. Ich höre euch gar keinen. Ich habe ein bisschen was gehört. Hallo? Ganz leise. Okay, ich gehe noch mal näher ran. Doch, jetzt, ja, jetzt hören wir was. Ich hab's extra weiter weg und auch leise gemacht. Machen wir ein bisschen leiser. So. Ja. Machst du dein Video auch wieder anmachen? Sekunde. Ich mache mal mein Video nicht an, weil unser Video ist eh an. Ich muss euch natürlich jetzt erstmal im Hintergrund leise machen, sonst höre ich jetzt doppelt und dreifach. Ich mache mein Video an, gibt mir eine Sekunde. Also mal ganz kurz generell was, es gibt natürlich auch noch andere Clients, wie zum Beispiel Fring oder Einplus. Die funktionieren natürlich auch, Fring kann zum Beispiel auch Push, wie der Confreak vorhin schon gesagt hat. Ich sage jetzt mal, uns persönlich gefallen halt die beiden besser, weil sie angenehmer zu benutzen sind, weil das UI irgendwie angenehmer ist oder weil sie nach Vanille schmecken, zum Beispiel.
Oh, jetzt geht's los, aber. Alter Schwede. Weißt du, da? Ja, da hast du natürlich recht, was du mir da zeigen willst. Jetzt müsste es nur richtig funktionieren. Ich weiß nicht, was. Ich hab's verstanden, aber. Ah, super. Jetzt das wahrscheinlich nur mein iPhone sehen. Ihr seht so viel. Ach so, wir sehen deinen kompletten Bildschirm, Tino. Ja, ich mach dich gleich groß. Okay, nur, dass ich verstehe. Okay, also ich rufe deswegen nochmal an. Ich will euch gar nicht belästigen, aber. Du hast natürlich recht. Wieso habe ich recht? Du wirst mir jetzt bestimmt zeigen, was man bei Trillion besser kann als wie bei Behive. Zum Beispiel Bilder den Leuten schicken. Nein, nicht wahr? Ich sag dir, was mich daran nervt. Und also es ist mein absoluter Lieblingsclient. Ich habe den noch nicht gekauft, habe ihn aber auch nicht illegal drauf, was nur eins bedeuten kann, nämlich ich war an dem Alpha-Test beteiligt. Ich durfte also schon seit irgendwie 3 Monaten damit testen. Was mich jetzt allerdings stört, was mir auffällt, mich schreibt seit Tagen oder möchte seit Tagen hier ich felix@hotmail.de hinzufügen und ich bekomme diese Anfrage nicht weg. Das heißt, wenn ich hier, kann ich jetzt auf diesen Button klicken und kann akzeptieren oder weigern. Es will einfach nicht, egal was ich mache. Das ist jetzt ein Manko daran. Mhm. Aber ich wurde auch gefragt, ich glaube von Cornelius, den findet man als Prototyp bei Twitter, der sagte, pass mal auf, ich habe Beehive oder Beehive, muss ich denn jetzt wechseln? Brauche ich jetzt unbedingt Trillion? Sag ich nein. Wenn du schon 8 Euro investiert hast und nicht Trillion-Freak-Fan bist, dann nein. Gebe ich dir auch auf jeden Fall völlig, völlig recht. Was man allerdings sagen muss, die Jungs von Trillion, die sind auch wirklich fix. Ich hatte das gekauft und mich dann gleich geärgert. Verdammt, das hat keinen Landscape-Modus, also kein Querformat. Ja, ja. Sie haben mir innerhalb von 3 Minuten zurückgetwittert. Ich habe getwittert. Sie haben mir innerhalb von 3 Minuten zurückgetwittert, dass der Landscape-Modus kommt. Also, ich sag mal, es dauert maximal wieder 6 Monate, bis er wieder durch ist, durch den Review-Prozess. Aber das liegt ja nicht an Trillion, sondern an Apple. Richtig, also das muss man ganz klar sagen. Und ich nehme mal stark an, wenn man jetzt sagt, pass mal auf, ich hätte gerne die Möglichkeit, Leute Anfragen zu blocken, dass von denen in Zukunft nichts mehr kommt, ist es wahrscheinlich auch wieder eine Frage der Zeit, bis sowas mit drin ist, weil, also, ja, wir hatten mit den Jungs letztes Jahr schon mal ein bisschen Kontakt, die sind nicht ganz so unfähig, um das jetzt mal unfair auszudrücken. Also die haben es echt, da haben es schon drauf. Also wenn jemand Messaging kann, dann sind das die Jungs von Trillion. Kriege ich vielleicht bitte nochmal das iPhone, damit ich kurz mal zeigen kann, wie toll man hier Nachrichten, Bilder an Menschen schicken kann. Soll ich dir mal was schicken? Das geht ganz, kannst du auch, aber das geht so, glaube ich, bei meinem Bildschirm ist größer als deiner. Ich kann hier noch ganz viele andere Sachen machen, wie ihr zum Beispiel da gesehen habt. Ich habe hier einen Mehr-Button. Ich wähle mal nochmal mein iPhone aus. Jetzt wisst ihr alle meine Accounts mittlerweile. Edit mich, spammt mich voll, wie ihr das wollt. Ich kann jetzt hier auf mehr klicken. Wenn jetzt mein Finger den Knopf auch drückt, dann kann ich mir hier Sachen zum Beispiel die Infos anzeigen lassen, in Buzz senden. Das ist so eine Notification, das Hallo, ich habe dir schon 2000 Mal geschrieben, willst nicht mal reagieren. Ich buzze mal. Wahrscheinlich habe ich... Muss ich noch den Trillion bei dir finden. Trillion ist auf irgendeiner Seite, ist ja auch egal. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass ich hier ein Foto senden kann. Und ich kann jetzt hier ein Foto direkt aufnehmen oder ein vorhandenes Foto auswählen. Kann ich hier vorhandene Fotos auswählen? Oder ist das ich habe keine Nacktbilder von dir drin. Ja, kritisch. Ja, kritisch. Gut. Oh, da ist es. Das ist ein super Foto. Das ist wirklich ein Foto, das würde ich auch jedem anderen schicken. So, ich starte mal kurz meinen Trillion hier auch. Also dein. Meinen? Trillion, nicht schlecht. Das wird das Foto dann eben direkt angepasst und dann wird es eingefügt und gesendet und tada, dann wird es auch so angezeigt, wie ich mir das vorstelle. Ich kann dann doppelt draufklicken und dann kriege ich es auch noch als schönes Bild angezeigt. Das macht mich ganz wuschig. Lecker, lecker. Und natürlich kann ich auch buzzen. Ich buzz mal kurz zurück. Muss ich noch mehr Buzz senden und wie das dann bei dir aussieht, ist so. Ich mache auf mich aufmerksam, siehst du? Hier. Nicht schlecht. Hansel Mac macht sich aufmerksam. Krass, oder? Also das ist schon mal was es wirklich großartig macht. Oder? Ja. Bilder verschicken, kostenlos. Ja, denkt mal drüber nach. Wie viel kostet es bei der Telekom? Es ist nicht kostenlos. Nicht. Richtig. Kurze Zwischenfrage noch. Der Pizza hat vorhin gefragt, ob man denn auch ohne Bild anrufen kann. Wenn ihr aussieht wie der Glöckner von Notre Dame, dann geht das auch natürlich. Nein, wir wissen ja, der Pizza, der ist ja auch Videopodcaster, der kann sich das ja eigentlich erlauben. Wenn er gerade keine Kamera zur Verfügung hat, natürlich könnt ihr auch ohne Video anmachen. Ich tue das ist ja auch ein Feature, als Videopodcaster, so ohne Kamera.
Ja, Ben, hast du noch irgendwelche... Ich habe noch was, richtig. Ich noch ganz kurz. Ich habe euch jetzt, bist du auch wieder zu sehen. Nicht dazwischen geredet. Ja, jetzt bin ich wieder zu sehen. Auch mit ein bisschen mehr Licht im Hintergrund. Und ja, ich wollte nur noch erwähnen, also wo ich den großen Vorteil sehe... Ben, sind so bald aus dem Gesicht. Wenn man... Wenn ich zum Beispiel das mit Adium vergleiche, die machen das wirklich nur für Mac. Das heißt, wenn ich Windows-User bin, bin ich aufgeschmissen. Wenn ich mir Mibo anschaue, die machen das nur fürs Web. Das heißt, ich habe keinen Client auf meinem Desktop, wie auch immer, Windows, Linux oder was auch immer. Trillion hat jetzt angefangen mit Version 4, zusätzlich oder vor der iPhone-Version, warum auch immer die so lange da im Review-Prozess hing, aber die haben schon vorher angefangen, Trillion Astra 4 für Windows rauszubringen. Das gibt's schon. Bald kommt Trillion für Mac. Trillion für Web gibt's auch schon. Und ich sehe ganz klar den Vorteil drin, was mich nervt. Wenn ich Adium auf Mac habe und Trillion auf dem iPhone und Tino, du heißt Intenso, glaube ich. Intenso Mac. Oder, okay, und wenn die jetzt, wenn ich dich jetzt in Trillion umbenenne, dann heißt du da, so wie ich dich, also Tino zum Beispiel, wie ich dich gerne nennen möchte, ja. Und in Adium heißt du nicht so. Die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist es bei dem Service selbst zu machen, also in ICQ, in MSN oder so einzuloggen. Und der große Vorteil, wenn man überall Trillion benutzt, ja, liegt auf der Hand. Du heißt überall gleich und also geil. Und die Trillion History sowieso. Ja. Siehst du mal, das ist doch mal hier sehr, sehr gut und soll sehr gut ausformuliert. Du solltest dich eigentlich von den Trillion-Leuten bezahlen lassen. Wenn wir hier ein bisschen mehr Platz im Studio hätten, würden wir dich vielleicht auch mit hier dazustellen. Schau, dass ich noch ein paar Kilo abnehme. Ja, genau. Einmal frei. Ja, leider habe ich immer noch keine Alpha-Version von der Mac Trillion App bekommen. Ich habe vor Ewigkeiten angefangen. Ich habe mir auch schon zweimal eingetragen. Ich trage mich jede Woche dreimal ein und es hat nichts gebracht. Das ist wahrscheinlich wie beim Support at Boeings.com. Wenn man da 20 Mal hinschreibt, dann gibt es trotzdem nur eine Antwort. Ja, ja. So viel dazu. Ich bin wieder weg. Ihr könnt ja den Pietz anrufen und ihn fragen, was er denn von eurer nächsten App hat. Ja, danke schön. Dank. Und dann Pietz, Mensch. Ciao. Ciao. Tschüss. Also Pietz, wenn du anrufen willst... Nickel kauft sich Trillion, glaubt er zumindest, kann ich empfehlen. Also Pietz, wenn du anrufen willst, du darfst auch ausnahmsweise mal nicht ohne Video. Ja, das Video ist ein wenig verzögert, das ist richtig. Allerdings kommt es hier schon verzögert an. Also der Ton kommt früher als das Bild an. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an Bens Leitung lag oder nicht. Nee, ist bei allen so gewesen bis jetzt. Ja, der Cooler benutzt natürlich Trillion schon seit 2x. Also klar, damals, als ich Windows benutzt habe, gab es für mich auch keine Alternative. Muss man ganz klar sagen. Jetzt geht's scheinbar. Ach, mein Vater hat mich gerade angewhatsappt. Ist ja cool. Also jetzt geht sein Push scheinbar auch wieder. Gut, auch okay. Das dauert manchmal ein bisschen. Da hatte ich auch erst vor kurzem mal Probleme mit meinem iPhone. Ja, dieses Push. Weißt du doch. Und sich da angemeldet hat bei irgendeinem Dienst. Also scheinbar möchte der Pietz nicht mit uns reden. Vielleicht möchte er nachher mit uns reden. Hier haben wir noch eine Frage. Für was Trillion? Ganz klar, ich habe normalerweise einen Instant Message Client an meinem iPhone, an meinem Mac oder an meinem PC, habe da schon wahnsinnig viele Kontakte, weil ich einfach das seit 1912 in ICQ einfach Leute geaddet habe und nach wie vor ganz viele Leute damals auf den Zug aufgesprungen sind und mit mir ICQ gechattet haben. Vielleicht bin ich aber unterwegs und muss ganz dringend jemanden erreichen. Und ich weiß, er sitzt den ganzen Tag zu Hause vom Rechner, hat aber kein Telefon. Dann schreibe ich ihm einfach schnell eine Nachricht über Trillion. Ist doch klar. Ja. Ja, die Leute, die kein Telefon haben, die kennen wir ja alle zu Genüge. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer letzten Applikation. Wir haben ja, glaube ich, eh schon hier Überlänge. Das ist der Digital Upgrade Extended. Richtig. Erstmal delayed and extended. Es ist ein bisschen so, also das muss ich nochmal einen schlechten Witz machen. Den nächsten schlechten Witz natürlich. Und zwar ist es so ein bisschen so wie mit Windows 7. Erst kommt es ewig nicht und dann dauert es noch so lange, bis es erst da ist. Ja, und aber dann, am Ende ist es dann ganz toll geworden. Und dann gibt es die Extended Edition. Richtig. Ultimate. Digital Upgrade Ultimate Edition. Digital Upgrade CS4. Sagt er, ist auch richtig. Auch nicht schlecht. Ja, es ist nur nicht so teuer. Ja. Warning, warning, Bullshit alert. Ich glaube, es gibt übrigens keine iPhone-App dafür. Der Sammy9578 hat gerade gefragt. Also ich glaube, da gibt es immer noch keine App dafür, weil das müsste wahrscheinlich, dürfte man dieses BS-Wort nicht sagen. Und naja, ihr wisst ja, wie das in diesem App-Store so funktioniert. Ich habe übrigens rausgefunden, noch einen Schwank. Ein Schwank. Also, ich glaube, die Bildsprache sollten wir jetzt aus dem Chat werfen. Ah, das ist ja Wahnsinn. Frechheit. Das ist ja frech. Schau mal, ich habe einen kleinen Knopf im Ohr. Und nicht so ein...
Ah ja, noch immer. Gut. Wie auch immer, was wollte ich noch sagen? Ah ja, es gibt ja so Wörter, die in Online-Seiten nicht erlaubt sind, zum Beispiel wie Bastards. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Wii-Account hat für Guitar Hero und sich The Christian Bastards nennt, dann kann man sich online nicht anmelden, weil der Name verboten ist. Und jetzt kommt man und macht den Quentin Tarantino. Man schreibt Bastards einfach mit einem E und schon kann man sich anmelden. Also ich sehe jetzt zwar die Kurve von Trillion zum nächsten App dadurch nicht, aber gut, vielleicht kriegst du sie ja noch hin. Ja, das nächste App hat damit gar nichts zu tun und es heißt Facebook. Mittlerweile haben wir auch eine Facebook-Fanpage, die ihr erreichen könnt auf der Facebook-Webseite natürlich, facebook.com/digitalupgrade. Lieber Operator, können wir dann auch noch bitte kurz die Facebook-URL haben? Danke. Da ist es. Genau, also da könnt ihr dann Fan werden, wenn ihr wollt. Da könnt ihr dann, sobald ich das irgendwie hinbekommen habe, auch dort immer die neuesten Episoden reinbekommen. Und ja, werdet doch einfach mal Fan. Dadurch werden wir reich und berühmt. Gut. Also schauen wir uns das Facebook-App an. Warum stellen wir das Facebook-App vor? Punkt 1, Facebook ist mit Abstand das beste Social Network. Punkt 2, Facebook-App ist mit Abstand die beste Social Network-Applikation fürs iPhone. Punkt 3, Facebook ist so hip wie noch nie zuvor. Ja. Also, Facebook-Account holen und alle Daten, ach scheiße, ist so wurscht, Daten, gibt's doch Genüge. Genau. Gibt's genügend Daten. Also man muss dazu sagen, hatte ja schon lange einen Facebook-Account, war aber so ein bisschen Facebook-Muffel. Nicht mehr seitdem ich die iPhone-App habe, weil die wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Zum einen sieht man auf dem Startbildschirm direkt die neuesten Neuigkeiten von Leuten, denen man folgt. Auch mit zum Beispiel, wenn jemand Videos reingelegt hat, sieht man das Video direkt und Bilder natürlich auch. Man kann auch hier direkt wechseln, wenn man in verschiedenen Gruppen drin ist, welche Gruppe man direkt sehen möchte oder ob man nur Fotos sehen möchte von Leuten, die hochgeladen wurden, sind, ich nehme jetzt hier mal Munich, Germany, wen haben wir denn da noch alles? Da kommen dann eben nur die Leute, die in der Gruppe mit drin sind. Die zeigen natürlich auch Bilder und ganz, ganz vieles mehr. Was sehr schön ist, hier gibt es den Knopf hier links oben, der bringt mich in die Hauptmenüansicht im Endeffekt. Und was es Besondere an Facebook ist, man bekommt bei Facebook zum einen natürlich Nachrichten, aber man bekommt auch Notifications, wie man das von Push-Nachrichten kennt. Beispielsweise, wenn jemand deinen Status cool findet oder wenn irgendjemand dir was mitteilen will oder jemand in deiner Gruppe was gepostet hat. Und das Ganze bekommt man hier unten, wenn man da drauf drückt, direkt angezeigt. Das sind die Benachrichtigungen. Da sieht man zum Beispiel, ich habe gerade hier, hat jemand mit mir einen Witz bei Yovil gemacht. Es ist so ein lustiges App. Oh, es gibt ganz viele lustige Apps bei Facebook, die man spielen kann auf der Webseite. Gibt es auch lustige oder nur nervige Apps? Eher zweiteres. Gut, ihr habt das verstanden. Auf jeden Fall kann man da ganz viel Zeit verbringen. Man kann hier seine Profilinformationen abrufen, direkt neue Beiträge posten, Fotos direkt aus der App auf Facebook posten, natürlich seine Infos abrufen, vieles, vieles mehr. Man kann das, was ganz toll ist, direkt, wenn beispielsweise jemand Anfragen stellt, ob man ihn als Freund hinzufügen kann, dann muss man sich bei jedem anderen App, muss man immer sich auf dem Webinterface anmelden und das kann man beim Facebook-App zum Beispiel direkt. Hier sehe ich zum Beispiel, ich habe sogar direkt eine Anfrage, zufälligerweise, und ich kann sie hier direkt aus der App bestätigen. Zack, sind wir Freunde. Ich kann meine Fotos mir anschauen, wie wir das kennen. Ich sehe hier meine ganzen aktuellen Fotos, die ich hochgeladen habe. Die Handy-Uploads kommen in einen eigenen Ordner. Man kann Notizen hinzufügen, man kann chatten. Also das ist der Facebook-Chat, den man kennt, den man beispielsweise am Mac über Adium führen kann oder natürlich über die Webseite direkt oder, wie wir gerade gesehen haben, über Behive. Genau, also wenn ich jetzt natürlich sagt, es ist ein bisschen schade, weil das kann keinen Push. Richtig, es kann keinen Push, das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite, wir hatten ja vorhin schon über Boxcar geredet. Boxcar kann das ganz toll, also Boxcar pusht das ganz wunderbar. Und nachdem die App ja nichts kostet, kostet einen also der Push für Facebook maximal 79 Cent, indem man sich einfach Boxcar besorgt. Also ich denke, damit kann man auch gerade noch leben. Und Facebook, die Facebook-App kann auch, so wie sie das für eine gute App
gehört Querformat. Querformat kann sie, natürlich. Und man kann auch Lieblingsfreunde und Lieblingsseiten direkt hinzufügen. Wenn man hier einmal rüberswiped, auf das Plus drückt, dann kann man hier zum Beispiel seine Facebook-Freundesliste anschauen und dort einfach sie hinzufügen. Das ist für einen Social Network Client auf einem Mobilfunkgerät einfach toll. Ja. Genau, also wenn jetzt, sollte jetzt von euch noch jemand Anmerkungen zu den Chat-Applikationen oder zu Facebook haben, zur Facebook-App, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, uns anzuskypen. Username ist Digital Upgrade in Skype und Audio oder Video. Video bevorzugt natürlich. Die Zeit läuft. Was ist mit Tweety 2? Hallo? Hallo, Tweety 2 haben wir ganz am Anfang gezeigt. Sagen wir es nochmal, wer jetzt erst dazugeschalten hat, ja, weil er davor noch mit seiner Oma beim Kaffee trinken war, kein Problem. Die Sendung, die wir hier aufzeichnen, kommt im Anschluss ins Web, gewohnt in den Feed natürlich und auf unsere Webseite. Genau, also das ist nicht nur live, sondern es wird trotzdem nachher nochmal eine Podcast-Folge. Alle, die es natürlich jetzt schon gesehen haben, haben es dann schon gesehen und waren die Ersten. So ist es. Ja. Ah, der, ja. Mal wieder der Benjamin. Benjamin. Da habe ich aber ganz schön viele Leute hier. Oh, da haben wir einen Multikonferenz-Call. Da. Hallo. Mach ein bisschen leiser nochmal, bitte. Ich rufe aber nicht alleine an. Ich habe mir gedacht, ich überrede die alle mal, die das haben. Das hätten wir jetzt fast nicht gedacht. Das ist ja Wahnsinn. Ich mache das mal hier ein bisschen größer, damit man sieht, wen wir hier alles da in der Leitung haben. Der Jörg ist nochmal dabei. Den Nickel und den Pietz habe ich jetzt auch einfach mal eingeladen und euch angerufen. Sehr schön. So, benutzt ihr denn Facebook? Definitiv, klar. Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Nickel? Nickel? Ja, ich auch. Ich benutze auch die Facebook-App und am Anfang habe ich es auch mit Boxcar benutzt, aber jetzt nicht mehr, weil ich jetzt Twitter-Push über Boxcar verwenden will. Ah, du hast dir nur eine Lizenz gekauft. Ich dachte auch, ja, genau. Hängt das zusammen, aber jetzt natürlich, klar. Alles klar. Ja, gut, man kann sich natürlich jederzeit dann noch dieses Extra-Modul dazu kaufen, aber klar, ich sag jetzt mal, für viele Leute ist natürlich auch ein für Facebook jetzt nicht so wichtig. Aber es gibt natürlich wieder andere Leute, die leben halt ausschließlich im Facebook. Ja, natürlich. Ich meine, du brauchst die Farmville-Einladungen. Oder kleine Katzen. Farmville, das Reizwort des Tages. Nee, also ich habe gerade mich mit Jörg darüber unterhalten, habe gesagt, irgendwie bringt es, finde ich, für mich nichts, mir Boxcar zu holen, gerade wenn es mehr kostet, je mehr Accounts ich hinzufüge. Ich meine, wie gesagt, All About Apple, dann habe ich den Devblogger-Account, dann habe ich noch Facebook, dann, was kann Boxcar noch? Twitter-Suche und E-Mail. Ja, dann würde ich da, weißt du, dann habe ich da 20 Accounts drin. Du brauchst für E-Mail brauchst du aber nur einen Account. Genau, du kannst zum Beispiel bei Google, kannst du die Weiterleitung, du kriegst eine Boxcar-E-Mail-Adresse und wenn du dahin direkt weiterleitest, dann kannst du über einen Boxcar-Account an alle pushen. Gut, trotzdem, ich bräuchte mehrere Twitter-Accounts, ich nehme dann lieber einen Client, Tweety21 soll ja push können, habt ihr sicher auch schon gehört? Werden wir dann das sehen. Das glauben wir erst, wenn ich sehe. Ich glaube erst, wenn ich sehe. Und Facebook 3.1 wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen länger jetzt noch aufladen lassen, soll aber auch push können. Gut, ja, bei Facebook ist ganz klar, die haben natürlich die Serverinfrastruktur, um so einen Quatsch zu machen, also da sehe ich, da ist es wirklich nur eine Frage der Zeit. Haben aber gerade nicht den Entwickler. Gut. Ja, gut, da können wir leider jetzt auch nichts dran ändern. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Leute bei Facebook so wenig Geld bezahlen können, dass sich da niemand finden wird. Also von daher. Ich würde es sofort machen, nein. Aber ich gehe davon aus, spätestens wenn dann, also ich benutze jetzt Tweety, wer SimplyTweet hat, der pusht ja, oder Echophone Pro, wer die hat, der braucht Boxcar nicht für Twitter. Ja. Und wer Facebook 3.1, 3.2, wann auch immer Push kommt, dann wird Boxcar irgendwann überflüssig, wenn die nicht langfristig irgendwen reinpacken, irgendwelche anderen. Naja, also zum Beispiel Dinge wie eine Twitter-Suche oder halt E-Mails pushen kann halt momentan noch niemand anders. Also mir ist halt wichtig, dass ich, ich habe halt Twitter-Suchen laufen jetzt auf unsere Podcasts und ich möchte halt zum Beispiel von den Leuten, die ich jetzt persönlich kenne, sei es zum Beispiel Latino oder der Rudi, da möchte ich halt immer mitbekommen, wenn die twittern, auch wenn ich den Twitter-Client nicht offen habe und habe deswegen Twitter-Suchen auf deren Namen laufen und so bekomme ich das halt immer mit und das kann halt weder Echophone noch kann das... Ach, du bekommst immer einen Push, wenn Tino twittert. Richtig. Wahnsinn, oder?
Das ist, also das ist, ein bisschen, das ist so ein bisschen Schäuble. Stalker, weißt du? Stalker, ich habe echt Angst. Also, ich bin auch schon mal zur Tür rausgegangen, da saß er da in so einem Busch drinnen. Da habe ich gesagt, hey, Alter, was machst du da in einem Busch drin? Lass dir doch einfach meine Twitter-Sachen pushen. Ich schreibe doch eh, was ich mache. Okay. Ich hatte das mit Pushen mit Buschen verwechselt. Also man sieht hier zum Beispiel, wenn wir mal kurz nochmal das iPhone sehen dürfen. Senior. Sehr nett. Ihr seht hier zum Beispiel, ich habe halt eine Query. Du kannst also wirkliche Suchqueries eingeben. Und wenn ich da halt so eine Query eingebe, die ich halt auch ins Webinterface eingeben kann, wie from, Doppelpunkt, Benutzername. Ist jetzt ein bisschen klein, aber ich, genau, da steht from. Herr Schubert or from Intenso. Okay. Dann wird halt alles gepusht, was die beiden vor sich hin twittern. Das ist ein bisschen, also die Twitter-Suchen haben so ein bisschen Verzögerung gegenüber dem ganzen anderen Zeug. Ja, aber, leider. Ja, aber gut. Aber es liegt an Twitter, das ist ja bei Dings ja, hier. Selective ja. Twitter bei Facebook genauso. Genau. Das braucht auch immer 2-3 Minuten. Ja, da ist es eher 2-3 Stunden, aber man bekommt es halt trotzdem mal mit. Ja. Okay. Ja, also das. Und was ich vorhin übrigens nicht gesagt habe, bei Boxcar, man kann eine sogenannte Quiet Time einstellen. Das heißt, wenn man in der Nacht keine Push-Nachrichten bekommen möchte, dann ist es sehr angenehm. Ich sage halt, ich möchte von bis keine Push-Nachrichten bekommen von Boxcar und dann bekriege ich die halt auch nicht. Und das ist, du hast mich ja fast überzeugt schon. Gibt es das bei Prowl auch mit dieser Quiet Time? Bei wem? Bei Prowl. Nicht, dass bei Prowl weiß ich es nicht. Ich weiß, dass es bei Echo Phone Pro gibt es, der hat ja den Push integriert, bei dem kannst du es auch direkt einstellen, da weiß ich's. Und soweit ich weiß, kannst du es bei Behive auch mittlerweile einstellen. Also da gibt es die Quiet Time jetzt auch. Bei Prowl kannst du es auch einstellen. Okay, dann haben wir das ja schon geklärt. Ah, unser Prowl-Spezialist, der Peter Krammel, von dem, der hat uns immer was gebastelt. Das kommt noch, sobald ich da mal Zeit dazu habe. Ja. Genau, ja, cool. Sehr schön. Gut zu wissen. Also schön, dass wir dann hier doch noch so eine sehr, sehr fruchtbare Diskussion, das war das Wort. Ich habe es einfach mal nicht angekündigt. Ich habe mit Jörg telefoniert oder geskypt, die anderen beiden einfach reingezogen. Das ist und ja dann live, das ist ja natürlich völlig okay so. Das ist ja Wahnsinn. Ja. So ist es. Ja, Mensch, dann... Hat es euch denn Spaß gemacht? Das können wir jetzt fragen. Hier war schon live, hier wir müssen wiederholen. Sehr gut. Live ist super. Im Chat, Leute im Chat, war das denn für euch sinnvoll? Sollen wir denn sowas wieder machen? Jetzt müssen wir warten, ja. Ja, ja. Das war etwas nervig mit der Verzögerung am Anfang, aber sonst... Jetzt haben wir ja alle... Du meinst mit der Verzögerung, bis wir mal angefangen haben? Alle Software, ja, genau. Und Hardware, ja, jetzt, und jetzt alles haben wir jetzt... Genau, jetzt wissen wir ja, wo es steckt. Also ich habe gestern tatsächlich noch den ganzen Abend hier verbracht und das Studio eingerichtet. Eigentlich hätten wir direkt loslegen sollen können, aber es ist halt doch immer anders, als man sich das vorgestellt hat. Ich finde, das ist aber ganz lustig gewesen, dass wir das jetzt mal auch live gesehen hat. Weil normalerweise ist es ja so, ihr denkt euch ja wahrscheinlich auch, wir gehen da ins Studio, dann stellen wir die Lampen, machen wir schnell die Lampen an und dann stellen wir sie hin und legen los. Also es geht normalerweise immer irgendwas schief und das ist einfach, das ist Video und... Ich finde, man hat jetzt mal ein bisschen Gefühl, was das für eine Arbeit ist, das zu machen. Gut, nicht, dass wir machen es eher als Spaß, aber es ist halt schon immer mal ein Tag weg. Aber es ist nicht einfach nur eine Stunde reden. Genau, also das muss man ganz klar sagen. Und wir haben uns auch, ja gut, für die Sendung mussten wir jetzt nicht groß vorbereiten, weil wir halt alles Apps haben, die wir jeden Tag benutzen. Man sieht es ja auch, wir haben keine Ahnung von nichts gehabt. Aber sonst, Windows 7 zum Beispiel, Tino hat sich das echt heute auch wieder mit seinem Windows 7 heute, oh ja, heute andere Farbe, extra eine andere Farbe aus dem Windows-Logo. Das fand ich aber gut, war lustig. Ja, also es ist tatsächlich mehr Arbeit, als sich halt nur für die Kamera zu stellen. Also der Vorteil ist, wir müssen es halt nicht mehr zusammenschneiden, aber dafür müssen wir uns halt die Gedanken, die wir uns vorher machen, jetzt immer noch vorher machen und es ist aber nicht nur euer Studio, oder Basti? Also ihr könnt es nicht stehen lassen und nächsten Samstag nochmal. Können wir schon, im Endeffekt kriegen wir halt vielleicht Anschiss. Nein. Also es ist so... Ich meine nur, also habt ihr ja sowieso ein bisschen Arbeit. Ja klar, also es ist halt das Studio von Boeing Software und wenn hier halt andere Dinge produziert werden, dann können wir das Ganze natürlich nicht stehen lassen. Wenn mal nichts produziert wird zwischendrin, dann kann das natürlich stehen bleiben, aber ich sag mal, das kommt schon ab und zu vor, dass das Ding nicht eine ganze Woche leer steht. Mhm. Genau. Also ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ein Studio sucht, unbedingt wiederholen. Also macht Spaß, das Ganze live. Super Sache. Und der Chat fordert übrigens noch die Treppe. Die Treppe. Ja, ich nehme dann den Klopf aus dem Ohr und gehe aus dem Weg, dass ihr die Treppe noch mal richtig sehen könnt. Weil ich bitte darum, ich habe sie noch nicht gesehen. Die kann nur er, die kann sonst niemand auf dieser Welt. Ich nehme den Knopf mal raus.
Geh extra aus dem Bild. Dann müsste ich jetzt den Knopf aber auch. Ich mache das aber am Schluss nach dem Abspann. Okay, ich nehme den Knopf wieder ins Ohr. Gut, er hängt jetzt vorne rum. Ist du kannst auch, ja vorne noch den Happy Dance machen. So ein Kabel. Den Happy Dance. Einmal am Tag reicht der Happy Dance. Entschuldigung, ich habe beide verpasst. Das ist ja Mist. Ich gucke die Kidnapping TV Folge 2 einfach nochmal. Genau, da gibt es den Happy Dance, was ich halt. Genau. Ja, Timmy, die Treppe wirst du nachher noch sehen. Genau. Bildsprache möchte vorher wissen, welches Thema es wird. Da wäre die ganze Spannung weg. Ja, also normalerweise, wir hatten das Thema auch schon vor, eigentlich kannten wir unser Thema. Wir werden das beim nächsten Mal auch ein bisschen früher kommunizieren. Wir dachten, wir machen heute mal einfach mal live und dann probieren wir das Ganze aus und wenn es gut ankommt, genau, dann werden wir, es wird nicht jede Folge Digital Upgrade live sein, weil wir halt zeitlich auch nicht immer an so einem Tag dann auch können. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, dass wir einmal im Monat eine Live-Sendung rausbringen. Ja, und ich soll sagen, wir sollten es langsam mal zusammenpacken, weil ich glaube, wir müssten schon über eine Stunde beieinander haben. Oh ja. Stunde 15. Eine Stunde 15. 1:10, sagt der Operator. Alter Schwede. Das ist, nochmal, jetzt müssen wir es nochmal sagen. Vielen Dank, Olli, dass du dir hier die Zeit genommen hast mit uns im Studio und das komplett so wunderbar operated hast. Genau. So jemand, der muss man viel Geld zahlen normalerweise. Ja. Und das ist noch ein Chef. Ihr habt ja aber auch schon einen kleinen Werbeeffekt. Ich möchte das jetzt nicht. Es ist schon toll, aber, ne? Nein! Wie kommst denn du jetzt da drauf? Also. Schönes Studio habt ihr. Finde ich sehr gut. Wer hat das designt? Der Herr Tim Sternsdorf. Sternsdorf.eu mit 2 F am Schluss. Der macht sowas. Der lebt davon. Also der macht es auch für Fernsehsender und so. Cool. Also sowas hat man vielleicht schon mal im Fernsehsender gesehen. So. Vielleicht nur nicht dasselbe Ding. Nicht so schön. Meist ein bisschen konservativer. Ja, also es ist auf jeden Fall... ja, also wir fühlen uns hier drin wohl, hier mit den mit diesen Stargate-Teleportationsringen. Da teleportieren wir uns auch wieder nach Hause, das ist ganz klar. Der eine ist rechts, der andere ist linke. Richtig. Eine ist ein bisschen größer als andere. Und der andere ein bisschen breiter. Timmy fragt, wann die nächste Folge kommt. Ungeduldig. Du meinst jetzt die nächste Folge live oder die nächste Folge im Feed? Sonst haben wir keinen Greenscreen mehr, ist das Studio weg! Das ist jetzt das endgültige Zeichen, dass ihr aufhören müsst. Live, Timmy, keine Ahnung. Also wir müssen mal gucken, sobald wir wieder dazukommen, ich weiß nicht. Wir können auf jeden Fall schon mal eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, es ist ja bald die Adventszeit. Und zur Adventszeit, da würde man ja auch wahrscheinlich gerne so das ein oder andere Kästchen im Adventskalender aufmachen. Vielleicht haben wir da was vorbereitet. Also ich sag's es mal so, es lohnt sich sicherlich im Dezember jeden Tag auf unserer Internetseite zu gucken oder in den Feed zu gucken. Da könnte was bei rumkommen. Und nicht nur bei euch. Richtig. Schaut auch jeden Tag bei All About Apple vorbei und schaut auch mal jeden Tag bei Touch Talk vorbei. Da hätten wir so das Triumvirat abgeschlossen und den Kreis geschlossen. Wir sollten ja doch mal demnächst ein großes Podcasting-Network aufmachen, denke ich doch jetzt. Allmählich ist es Zeit, denkt drüber nach. Wir hören jetzt für heute auf. Ich lege jetzt einfach auf. Nein, lege ich nicht. Vielen Dank für die lustige Gesprächsrunde jetzt zum Schluss noch. Gut. Vielen Dank, Basti, dass ich mit dir hier so lange stehen durfte. Mir tun die Füße auch mittlerweile schon ein bisschen weh, muss ich zugeben. Ich lege jetzt auf und dann gibt es nochmal die Treppe und dann gibt es die letzten Worte und dann ist Schluss für heute. Ihr wisst ja, bye bye, ciao. 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 Ihr wisst, das war Digital Upgrade und ihr wurdet abgegradet. Abspann. Jetzt. Wow, du hast es diesmal geschafft. Ja, aber jetzt echt überlegen müssen. So, ich mache jetzt mal kurz den Stöpsel aus meinem Ohr raus. Bitte mach von links nach rechts, das kommt besser, wenn das Bild wieder da ist. Ach, ja, ich muss ja jetzt erstmal dir diesen Kopfhörer rausoperieren. Steht das iPhone wieder in die Hosentasche? Ich schau mal hier zwischen 2 Buchstaben durch. Hallo. So. Oh. Das ist Wahnsinn. Es kann sich nur um Stunden handeln. Dein Knie tut mal weh. Also ich würde sagen, das war sehr angenehm. Die Treppe, die kommt schon noch. Also ich muss jetzt erstmal hier meine oberste Tropfenstufe. Du musst in die Richtung rausgehen. In die Richtung rausgehen? Ja, dann muss ich die Treppe da hinschieben. Die Treppenstufe. Kannst du, achso. So. Ich bin ja in Wirklichkeit nicht ganz so groß. Ich habe hier so einen Holzklotz stehen. Wir haben hier Fußballspiel gerade. Ja, und ich würde sagen, heute... Ich muss aus dem Weg gehen. Ich roll mal noch den Stuhl weg. Schaut mal das an, was das hier für eine Arbeit ist, wird hier noch hier auferlegt. Wir haben ja eigentlich noch so Stühle stehen, damit das Live-Publikum... Kann ich denn hingehen, dass ich weg bin? Ja, ich stelle mich einfach mal hin. Das ist doch auch schön. Haben wir das auch mal? Ja. Das steht eigentlich doch, das ist ein großes Studio. Ich setze mich jetzt hier hin. Also ich würde sagen, ja, das war's für heute und ich gehe jetzt im Keller und mache die Lichter aus. Ja.
bis demnächst und Baba.